Große Fragen der Menschheit sind es, die viel zu wenig Beachtung finden, denke ich. Zum Beispiel eine Frage, die mich schon seit Jahren umtreibt, ist, warum haben Personenkraftwagen eigentlich so viel Sitze? 2/3 aller Pkw werden als sogenannte Fünfsitze ausgeliefert. Doch 3 erwachsene Mitteleuropäer, die zusammen 6 Zentner Lebendgewicht auf die Waage bringen, lassen die Hinterräder in den Radkästen schnurren. Kommen noch ein paar Kisten Proviant hinzu, brechen dem Rüsselsheimer die Federbeine unterm Arsch in 2. Wer schon mal das Vergnügen hatte, etwa bei einer kostengünstigen Mitfahrgelegenheit den Mittelsitz hinten über längere Distanz einzunehmen, weiß, dass Beinlänge nicht immer ein Geschenk ist. Bleibt also realistischerweise nur der 4-Sitzer. Doch für wen? Die Zeiten, da befreundete Ehepaare am Sonntag Ausflüge unternahmen und die Frauen hinten saß, ist passé. Rücksitzerwachsene gibt es überhaupt nicht mehr. Die haben heute eigene Autos, auch und gerade als greise Blinkphobiker. Wenn überhaupt jemand, dann hocken im Achterdeck die Früchtchen und schmieren Überraschungseireste ins Gestühl. Doch weder sind die Sitzbezüge für die Sabberbratzen kotz- und breiresistent ausgeschlagen, noch in der Größe angepasst. Für die rückwärtigen Minderwüchsigen müssen eigens Adapter angeschafft werden, damit sie nicht durch die Fahrgastzelle trudeln. So viel zur Familienkutsche. Wird schon dieser Randgruppe kein adäquates Fahrzeug an die Hand gegeben, so kommen die häufigsten deutschen Lebensformen noch schlechter weg. Einsitzer-Pkw für Singles gibt's gar nicht. Autos ohne Beifahrersitz für Alleinerziehende ebenso wenig. Und wenn das kinderlose Paar nicht ständig mit mahnenden Rücksitzen durch die Lande kutschieren will, muss es auf niederschwellige Sportwagen zurückgreifen. Eine arthritische Zumutung für die Generation Grano-Fink. Für wen also produzieren die Automobilhersteller also immer noch diese ahistoren 4- und 5-Sitzer? Wollen die nur mehr Ledersitze verkaufen? Eine Klientel gibt es allerdings doch für das Produkt. Es sind die kleinen Finanzamtsbescheißer, die sich zu 5 in den Lupo zwängen und am Jahresende jeder für sich die Fahrt zur Arbeit im eigenen Pkw geltend macht.